Ich verspreche. Oh, etwas hiervon, etwas davon. Wenn ihr zurück nach Rifton geht, sagt Delvin, dass diese neue Abmachung... Die Wache wird vielleicht nervös, wenn sich eine Frau mit gezogener Waffe nähert. Diese verdammten Abgeschworenen. Die glauben, sie könnten in meiner Stadt morden. Ich werde Maganach einen Kopf kürzer machen. Die Steinbauten, die uns die Zwerge hinterlassen haben, machen uns unbesiegbar. Sollen die Drachen doch ein paar Teppiche versengen? Markarth werden sie niemals stürzen. An meinem Hof wäre noch Platz für einen neuen Tane. Es ist hauptsächlich ein Ehrentitel, aber es gibt auch Vergünstigungen, die jemandem wie euch nützen könnten. Ich kann diesen Titel aber nur jemandem verleihen, der in meinem Fürstentum bekannt ist und dem mindestens ein Haus in meiner Stadt gehört. Wenn ihr meinen Leuten helft und ein Haus von meinem Vogt erwerbt, mache ich euch zum Tane. Nun denn, Kommando zurück! Macht in meiner Stadt keinen Ärger. Ihr wart ein guter Freund für mich. Das bedeutet Ihr seht etwas. Ein bisschen müde aus. Solltet ihr nicht zu Hause im Bett sein? Der Jarl hat ein Kopfgeld auf den Drachen ausgesetzt, der das Land terrorisiert. Dieses Dokument enthält weitere Einzelheiten. Prächtig! Derzeit steht gerade ein Haus zum Verkauf. Wunderbar. Hier ist der Schlüssel zu eurem... Ich schätze, das gehört nun euch. Behaltet es einfach. Schön, euch zu sehen. Da helfe ich euch gerne. Und natürlich findet ihr... Also, was möchtet ihr gerne kaufen? Das wird... Ich sollte wieder zurück an die Arbeit gehen. Ja! Das... zählt sich nicht von selbst. Wache. Vielleicht nervös, wenn sich eine Frau mit gezogener Waffe nähert. Nehmt euch vor der Gegend im Nordosten jenseits des Flusses in Acht. Die Abgeschworenen haben sich in die Bruchturmschanze und die Rotadler zurückgezogen. Ihr seht ein bisschen prächtig. Derzeit wunderbar. Hier ist der Schlüssel zu eurem neuen... Schön euch da helfen. Und natürlich für... Also, was möchtet ihr gerne kaufen? Sehr wohl. Ich werde alles Nötige ver... Da helfe ich. Und natürlich... Also, was möchtet... Sehr wohl. Ich werde alles Nötige... Da helfen.
Und natürlich... Also, was möchte... Sehr wohl, ich werde alles... Da helfe ich... Und natürlich... Also, was möchtet ihr gern... Sehr wohl, ich werde alles nötig... Da helfe ich... Und natürlich... Also, was möchtet ihr... Sehr wohl, ich werde alles... Da helfe ich... Und natürlich... Also, was möchtet ihr gerne kaufen? Wie ihr wünscht. Kommt wieder, wenn ihr neue Deko... Der Jarl hat ein Kopfgeld auf den Drachen ausgesetzt, der das Land terrorisiert. Dieses Dokument enthält weitere Einzelheiten. Ich kann die, wenn ihr meinen Leuten helft und ein Haus... Das Geld zählt sich nicht von Kommando zurück! Hey, aufpassen! Ich bin der persönliche Schmied des Jarl. Das heißt aber, kommt ganz auf eure Bedürfnisse an. Leichte Rüstungen sind gut für die Reise, weniger Ballast. Eine schwere Rüstung lastet auf euren Schultern, aber kein wahrer Krieger verzichtet darauf. Wenn ihr eine schwere Rüstung wollt, hätte ich da vielleicht ein Geschäft für euch. Ich brauche ein Dedra-Herz. Der Jarl will, dass ich sein neues Schwert im Blut abschrecke. Besorgt mir ein Herz und ihr bekommt eure Rüstung. Was meint ihr? Gute Jagd. Bis zum nächsten Mal. Ja, das ist alles Mögliche. Habt ihr sie schon kennengelernt? Sie betreibt die Schmiede bei der Schmelzhütte. Ihren Lehrling könnt ihr ignorieren. Völlig unbegabt. Es wird Zeit, dass mal ein paar starke Leute in die Stadt kommen. Tonkor, haltet ihr das Wort auf? Kümmert euch nicht um die Hunde. Sie werden nervös, wenn sie nichts gegessen haben. Ich hab mir mal eine Felsenhaxe zugezogen. Aber Botela in der Hexenheilerei hat mir schnell helfen können. Glaubt bloß nicht, dass ihr mit mir falschen könnt wie mit den verdammten Ladenbesitzern.
Nicht viele würden nach Stahl und Blut riechen, blindlings in eine Krypta hineinlaufen. Aber habt keine Angst. Ich spüre den Hunger in euch, wie er an euch nagt. Ihr seht die Toten und euch läuft das Wasser im Munde zusammen. Euch knurrt der Magen. Schon gut. Ich werde euch wegen dem, was ihr seid, nicht meiden. Bleibt! Ich werde euch alles sagen, was ihr vergessen habt. Ihr wart jung, als ihr zum ersten Mal Menschenfleisch probiert habt, nicht wahr? Ein Bruder oder eine Schwester war gestorben? Ein Unfall, natürlich. Dann überkam euch der Hunger. Neugier. Was konnte ein einzelner Bissen schon schaden? Jetzt ist alles gut. Ihr habt eine Freundin gefunden, die euch versteht. Ihr könnt eure Schuldgefühle ablegen. Viele von uns verdrängen die Erinnerung an ihr erstes Mal. Die Scham ist zu groß. Aber ihr braucht euch nicht mehr zu verstecken. Namira, die Herrscherin des Verfalls, nimmt euch so an, wie ihr seid. Sie hat einen Ort für uns, wo wir unseren Appetit stillen können, ohne dafür verurteilt zu werden. In der Windklippenhöhle. Aber die Toten sind vor kurzem aus ihrem Schlaf erwacht und ich wurde hierher vertrieben. Trefft mich dort. Wir werden uns zusammen den Weg zu Namiras Umarmung freikämpfen. Bis dahin sagt den Leuten von Markart, dass ihre Toten nicht mehr gestört werden. Wir haben größere Pläne. Ihr seid zurückgekehrt. Was ist in der Halle der Toten geschehen? Die Göttlichen mögen euch für eure Heldentaten schützen. Wir werden die Halle sofort wieder eröffnen. Hier, nehmt mein Amulett als Belohnung. Neu in Himmelsrand? Ich war auch erst verwirrt. Die Nord bezeichnen ihre Mausoleen als die Halle der Toten. Dort sind die Bewohner der Stadt beerdigt. Väter, Vorväter, Mütter, Ahnen. Arkai schütze euch. Mögen die Götter die Abgeschworenen verdammen, so. Angesichts eurer Verdienste. Kraft meines Amtes als Jarl ernenne ich euch hiermit zum Tarn von Reach. Glückwunsch! Ich gewähre euch einen Huskarl, der eurem Haus vorsteht, sowie diese Waffe aus meiner Waffenkammer, die euch als Amtszeichen dienen soll. Ich werde auch meine Wachen über euren neuen Titel unterrichten. Sie sollen nicht denken, ihr seid Teil des einfachen Pöbels. Macht in meiner Stadt keinen Ärger.